So, dann schauen wir uns mal die Unterkunft für die nächsten 2 Wochen hier auf der AIDA Nova an. Was mir sofort auffällt, es ist deutlich ruhiger von den Farben als auf den Schiffen der Sphinx-Klasse. Und ja, auch die Prima und die Perla finde ich etwas bunter. Ja, schönen großen Balkon diesmal erwischt. Wir sind in einer Verandakabine Komfort. Ja, schön hier auch mit dem Sofa. Die Kaffeemaschine haben wir uns natürlich extra gegönnt. Ja, insgesamt doch sehr geräumig die Kabine. Werfen wir mal einen Blick ins Bad. Ah, falsch, nicht das Bad, sondern der begehbare Kleiderschrank. Ja gut, hier hat man natürlich wirklich reichlich Platz. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Sehr schön. So, und dann haben wir natürlich hier vorne dann noch das Bad. Ja, und das ist auch, wie man das eigentlich so kennt. Alles vorhanden, relativ geräumig, reichlich Ablageflächen hier am Waschbecken, am Spiegel. Ja, ich würde sagen, das kann man so nehmen, das kann losgehen. Wir freuen uns auf 1 Woche Richtung Norwegen auf der AIDA Nova. Bis bald.